Hi zusammen, ich bin der Sascha, habe heute den Carsten mitgebracht. Servus. Spannendes Thema heute, Reverb. Für viele sicherlich die Innovation der letzten Jahre im Mountainbike-Sport. Jeder liebt sie, keiner will sie mehr missen. Aber es gibt schon mal den einen oder anderen Moment, wo irgendwas nicht ganz passt. Eine Stütze sagt was ab oder die ist nicht richtig entlüftet. Vielleicht, Carsten, kannst du mir ein bisschen was dazu erzählen. Ja, worauf heute, muss ich achten beim Service? Heute werden wir euch zeigen, wie man die Stütze entlüftet richtig, dass es gut funktioniert. Und wir werden so ein bisschen Troubleshooting machen, ein paar Mythen ausräumen. Ja. Was kann ich reparieren, wann soll ich sie einschicken und so weiter. Aber jetzt werden wir sie erstmal entlüften. Okay, machen wir das. Ja. Was ist für dich, Carsten, ein Indiz dafür, die Reverb zu entlüften? Das ist ein ganz einfaches Zeichen, wann sie entlüftet werden muss, wenn sie nicht mehr ordentlich ausfährt, ordentlich schnell. Kann man ganz gut selber überprüfen. Ja. Je nach Modell habe ich den normalen Hebel und drehe die Verstellung auf ganz langsam, sprich entgegen der Fallrichtung. Ja. Und habe mehr als 3 mm Hebelspiel hier oben. Also ich kann den Hebel ohne Widerstand 3 mm ungefähr rein rausziehen. Mhm. Dann soll ich die Stütze entlüften. Bei dem neueren Hebel, dem One by Remote, kann ich es auch einfach testen. Ja. Ich stelle mit dem 25er Torx die Geschwindigkeitsverstellung auf ganz langsam. Und wenn dann die Stütze beim Betätigen weder rein noch rauskommt, soll es entlüften. Okay. Ja. Wir zeigen euch das Entlüften jetzt mal ganz kurz. Ihr braucht je nach Hebelmodell entweder ein 10er Torx, 25er Torx und ein Entlüftungskit. Mhm. Im Entlüftungskit bzw. bei dem neuen One by Remote sind alle Adapter bei. Ich brauche entweder 2 normale Spritzen oder für die Entlüftung einen Bleeding Edge Adapter. Und ich sollte die Stütze komplett entlüften, bedeutet, wir müssen sie aus dem Rahmen holen. Aber wie gesagt, kurzes Prozedere, machen wir schnell. Okay. Schritt 1, den wir machen, wir werden die Stütze so nicht aus dem Rahmen rausbekommen, weil das Kabel relativ kurz ist. Mhm. Das heißt, wir schrauben den Hebel einmal ab, ja, um ein bisschen Leitung zu gewinnen. Die Verstellung haben wir jetzt mittlerweile auf ganz langsam gedreht. So, lassen wir einfach mal baumeln. Hier gucken wir, hier braucht man 4er Imbusschlüssel. So. Dann kannst du oben mal ein bisschen nachschieben, die Leitung. Ich ziehe die Stütze mal vorsichtig hier raus. So, wir legen die Stütze mal hier drauf. Mhm. Wäre ganz gut, wenn wir die Stütze hier drauf vom Reifen fixieren. Ich mache hier einen Pedalriemen, dass uns hier nichts runterfällt. In jedem Entlüftungskit ist Reverb-Öl drin. Das benutzen wir, um die Stütze zu entlüften. Man muss klarstellen vorher, dass das Entlüften der Stütze mit der eigentlichen Funktion innen drin nicht wirklich was zu tun hat. Das sind 2 getrennte Ölkreisläufe. Das Entlüften, was wir jetzt machen, ist im Prinzip nichts anderes, als wenn ich bei einer Schaltung einen Bautenzug einstelle, einen Schaltzug einstelle. Und ganz wichtig, das Reverb-Öl hat nichts mit der Dortflüssigkeit von euren Bremsen zu tun. Nee. Ne? Deswegen ein bisschen aufpassen an der Stelle. Genau, es ist nur ganz normales Mineralöl. Ja. Die Spritze, die unten an die Stütze kommt, machen wir ein bisschen mehr als halb voll, 2/3. Die Stütze, die oben an den Hebel kommt, machen wir ungefähr 1/3 rein. Ist 1/4, muss nicht viel drin sein. Ein bisschen Lappen. Die Entlüftungsöffnung ist ein 10er Torx. Einfach rausbauen. Einfach die Spritze hier anschließen. Oben am Hebel haben wir den Bleedport, das Bleeding Edge, ähnliches wie den Bremsen. Ganz wichtig, der Bleeding Edge Adapter für die Bremsen ist rot, für die Reverb ist silber. Wer den Unterschied sich nicht merken kann, macht nichts, weil der passt nicht in die Bremse und die Bremse passt nicht da rein. Ja. Also Verwechslung komplett ausgeschlossen. Deswegen sollte man auch tunlichst dafür sorgen, dass auch bei den Spritzen im Prinzip nicht getauscht wird untereinander. Genau. Ja. So, am Hebel haben wir 2 Anschlüsse, beziehungsweise einen Anschluss. Das ist die Geschwindigkeitsverstellung, das ist der Bleedport, das ist das Werkzeug. Das Werkzeug kommt mit dem Hebel mit. Ansonsten kauft euer Fahrrad komplett, sollte es auch dabei sein. Wird mit jeder Stütze ausgeliefert. Ein bisschen gucken, dass man den Bleedport trifft, rastet ein, dann halbe Umdrehung und der Bleedport ist offen. Ich halte ihn eigentlich ein bisschen fest hier, dass er nicht rausrutschen kann. Und dann drücke ich einmal Flüssigkeit durch die Stütze durch, bis die Spritze ungefähr halb voll ist. Mhm. Dann verschließen wir den Bleedport wieder, lassen das Ganze so hängen. Hier unten sind wir fertig. Kann ich den Lappen nochmal bitte haben? Hier unten sind wir schon fertig. Einmal Flüssigkeit durchgedrückt. Ist keine Notwendigkeit, hier ein Vakuum zu ziehen oder sonstiges. Ein 10er Torx,
verschließen wir die Entlüftungsöffnung einfach wieder. Und oben am Hebel entlüften wir nur kurz nach. Das bedeutet, wir öffnen den Bleedport noch mal kurz, halb Umdrehung, halten das fest, drücken mal ein bisschen drauf, tätigen den Hebel mal, da kommt noch ein Bläschen, geben wieder Druck drauf. Können auch mal ganz leicht ziehen, aber wie gesagt, Vakuum ziehen ist nicht notwendig normalerweise. Aber wenn ihr Vakuum zieht oder wenn du Vakuum ziehst, nur ganz, ganz leicht. Mhm. Einfach ein bisschen Druck drauf geben und mit ein bisschen Druck auf der Spritze den Bleedport wieder schließen. Einfach eine halbe Umdrehung, ist er zu. Beim Rausziehen der Spritze empfiehlt es sich, ein Vakuum zu ziehen, damit der ganze Bleedport nicht voller Öl läuft. Das heißt, wir ziehen ein bisschen Vakuum, ziehen die Spritze raus und schon haben wir kein Öl hier drin stehen. Bauen wir die Stütze wieder ein, lösen den Pedalriemen. Kannst mal ein bisschen ziehen hier. Vorsichtig. Die Sattelstütze sollte immer ein bisschen gefettet sein. Ziehen die Sattelkämme wieder fest. Auch hier bitte auf die Herstellerangaben achten. Und die Sattelklemme nicht mit irgendeiner Verlängerung oder ähnlichem komplett zuknallen, weil in der Stütze drin ist unten ein Bushing. Wenn ich das verquetsche, läuft die Stütze nicht mehr sauber. Kann übrigens auch ein Fehlergrund sein, warum die Stütze manchmal hängt. Oder zu fest angezogene Schraube und dann Schraube, drückt das da drin zusammen. Den Hebel montieren wir einfach wieder, 25er Torx. Den Hebel, die Geschwindigkeitsverstellung hatten wir vorhin auf ganz langsam gestellt. Ja. Jetzt können wir im Prinzip schon überprüfen, war unsere Entlüftungsaktion erfolgreich oder nicht. Wenn die Stütze im ganz langsamen Modus funktioniert, alles richtig gemacht. Jetzt kann ich mit einem 25er Torx meine Geschwindigkeit einstellen, wie ich sie gerne hätte. Stellen Sie mal auf ganz schnell. Stütze funktioniert. Das Prinzip ist für den normalen Reverb-Hebel völlig identisch. Ja. Wie gesagt, Geschwindigkeitsregelung ganz rausdrehen. Der Bleedport hier ist ein 10er Torx. Mhm. Entlüften und das Prozedere, wie gesagt, habe ich keinen Leerweg mehr im Hebel, beziehungsweise fährt die Stütze auf ganz langsam, gestellt aus. Alles richtig. Alles fertig. Alles gut. Prima. Jetzt ist es aber so, Carsten, dass wenn die Sattelstütze zum Beispiel einsackt, wir das nicht mit Entlüften in den Griff kriegen. Das liegt nämlich an einer anderen Ursache. Genau. Die Stütze ist ein System aus Öl und Luft, das unter Druck steht, mit einem Trennkolben. Der Trennkolben sitzt bei der Reverb ungefähr in dem Bereich. Ja. Sinkt meine Stütze mehr als 5 mm ein, ist im Prinzip der Trennkolben defekt oder eine Dichtung am Trennkolben defekt. Okay. Das heißt, ich verliere Öl in die Luftkammer und der Ölverlust, den ich habe in die Luftkammer, der am Trennkolben vorbeigeht, ist quasi der Bereich an Spiel, den die Stütze hat. Verliere ich mehr Öl, kriege ich mehr Spiel. Mhm. Bis 5 mm ist alles im grünen Bereich. Über 5 mm muss die Stütze komplett geserviced werden. Das bedeutet komplett zerlegt, neuer Trennkolben bzw. neue Trennkolbendichtung rein, neuer Druck drauf. Deshalb mit den Lüften repariere ich die Stütze nicht, wenn sie einsinkt. Genauso wenig, die Reverb benötigt einen gewissen Druck, damit sie wieder ausfedert. Das sind 250 PSI. Den Druck bei der Reverb Stealth ist hier oben unterm Sattel. Mhm. Ja, hat auch keinen Einfluss auf die Funktion, wenn ich diesen Druck erhöhe, ablasse. Es hat einen Grund, oben auf dem Deckel steht 250 PSI drauf. Mhm. Das ist der Druck, den die Stütze zum Funktionieren braucht. Das ist kein Dämpfer, der eingestellt werden soll. Das heißt 250 PSI. Plus, minus null. Genau. Das heißt, sinkt die Stütze ein, mehr als 5 mm, ab zum Service. Ja. Ja, Carsten, vielen Dank. Kein Problem. Jetzt wissen wir, wie wir eine Reverb entlüften. Ja. Ich hoffe, ihr jetzt auch. Und wenn ihr noch eine Frage habt zu dem Thema, gerne unten in den Kommentaren posten. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.